Schönen guten Tag, liebe Freunde des Fernstudiums. In diesem Video möchte ich euch einen weiteren Anbieter vorstellen, und zwar die Hochschule Wismar. Und genauer gesagt meine ich damit die Wings GmbH der Hochschule Wismar. Und wir gucken uns mal genau an, ja, was ist das eigentlich, eine GmbH? Wie, ich soll über eine GmbH ein Fernstudium machen, und was hat das Ganze mit der staatlichen Hochschule Wismar zu tun? Deswegen zeige ich euch mal, wie das genau aussieht. Wir gucken uns an, was gibt es für Studiengänge? Ja, es gibt einen Haufen Bachelor- und Masterstudiengänge, die man hier im Fernstudium bzw. im Online-Studium studieren kann über die Hochschule Wismar bzw. Wings. Wir gucken uns an, was kostet das, wie sind die Voraussetzungen, und sehr interessant vielleicht für einige von euch, man kann über Wings auch noch einen Diplomabschluss machen, ja, in Betriebswirtschaft. Und das gucken wir uns auch mal ein bisschen genauer an, wie sieht es aus mit dem Diplomstudium, Diplom-Fernstudium über die Hochschule Wismar. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, also hier haben wir die Website der Hochschule Wismar, und vielleicht geht es euch so wie wir, ihr wisst nicht ganz genau, wo Wismar liegt. Ich musste auch erstmal überlegen, obwohl ich eigentlich Geschichte ja studiert habe, da sollte man eigentlich schon wissen, ja, dass Wismar eine der Hansestädte ist, und Wismar liegt in Mecklenburg-Vorpommern, in MacPom an der Ostseeküste. Die Hochschule Wismar ist in dieser Stadt gelegen, und das ist eine Fachhochschule. Ja? Also der erste wichtige Punkt für euch zu wissen, die Hochschule Wismar ist eine Fachhochschule. Und der vollständige Name dieser Hochschule, ja, den kann man hier so ein bisschen erkennen. Hier kann man es vielleicht noch ein bisschen besser lesen. Der lautet Hochschule Wismar, University of Applied Sciences, Technology, Business and Design. Ja, also das ist die Hochschule Wismar, eine Fachhochschule, die sich auf diese Fachbereiche fokussiert. Ja, Technologie, Wirtschaft und Design. Entsprechend haben wir hier auch die Fachbereiche, ja, in denen die Studiengänge angeboten werden. Technik, Wirtschaft, Gestaltung. In diesen drei Fachbereichen werden hier die Studiengänge angeboten. Und die Hochschule, ja, die wurde gegründet im Jahre 1908. Also ihr seht, das ist nicht eine der ältesten Hochschulen in Deutschland. Ist halt eine Fachhochschule. Und von der Größe her vielleicht noch zur Vorstellung, also im Wintersemester 2021 waren hier ungefähr so 8400 Studierende eingeschrieben an der Hochschule Wismar. Der größte Teil davon ins Fernstudium, ja, das werden wir gleich uns mal ein kleines bisschen genauer anschauen. Schauen wir hier nochmal auf die Studiengänge. Also ihr habt ja das Studienangebot, könnt ihr hier direkt der Website der Hochschule Wismar entnehmen. Und ihr seht, ja, für so eine eigentlich, ja, doch mittelgroße Hochschule ein sehr, sehr umfangreiches Studienangebot, also auch so ein typisches Studienangebot für eine Fachhochschule. Also wer von euch Bock hat, irgendwie in MacPom vor Ort zu studieren, der kann da direkt in Wismar sich hier in einen dieser vielen Studiengänge einschreiben. Und die Studiengänge, die werden auch noch an weiteren Standorten angeboten, mindestens in Rostock. Ja, also wer Lust hat, in Rostock zu studieren, im Prinzip an der Hochschule Wismar, ja, oder an einem Campus der Hochschule Wismar, der könnte auch in Rostock studieren. Also hier, das sind die Studiengänge, da sind gleich die Fernstudiengänge mit inbegriffen. Das könnt ihr euch hier filtern über diese Seite, einfach auf Fernstudium gehen und Fernstudium finden klicken, und dann habt ihr hier eine erste Übersicht über die ganzen Fernstudiengänge, die über die Hochschule Wismar angeboten werden. Und ja, auf den ersten Blick hier sieht man, das ist schon ein ziemlich stattliches Angebot an dieser Hochschule, was die Fernstudiengänge angeht. So, nun ist aber wichtig zu wissen, dass diese Fernstudiengänge, die werden im Prinzip über Wings angeboten. Ja, das ist wahrscheinlich der Name, der euch schon etwas öfter über den Weg gelaufen ist, als ihr euch über Fernstudiengänge informiert habt. Also wir gehen hier mal auf irgendeinen von diesen Studiengängen in der Liste, ja, und da findet man dann hier auch schon das Logo von Wings-Fernstudium an der Hochschule Wismar. Ja, und wenn man dann hier drauf klickt, ja, dann kommt man auch auf die Webseite von Wings. Und ja, ist natürlich jetzt erstmal wichtig für euch zu wissen, was ist Wings eigentlich, ja, und wie funktioniert das Ganze. Also Wings ist eine Ausgründung, im Prinzip eine Tochtergesellschaft der Hochschule Wismar, ja, die vor einigen Jahren gegründet wurde, um 2004 rum. Ja, also wenn man jetzt ins Handelsregister guckt, dann findet man den Namen Wings und Wismar International Graduation Services GmbH. Als Eintragung müsste so um 2007 erfolgt sein, als GmbH. Ich denke mal,
Ja, da gab es schon einen Haufen Vorbereitungen um 2004 und diese Gründung, die geht aber letztendlich zurück ja, auf das ehemalige Fern- und Weiterbildungszentrum der Hochschule Wismar. Also Studium sozusagen, das ganze Fernstudium an der Hochschule Wismar geht schon auf bis die 50er Jahre ja, des 20. Jahrhunderts zurück. Da hat keiner von uns gelebt in dieser Zeit, aber da wurden hier schon die ersten Fernstudiengänge angeboten, ja, so ähnlich wie an der Fernuni Hagen. Also ich hatte es gerade schon gesagt, was Wings eigentlich heißt, Wings. Das hat jetzt nichts mit Flügeln oder so zu tun, ja, oder damit, dass man irgendwie Red Bull in seinem Studium trinken sollte, um ja, effizienter oder so zu studieren, sondern Wings steht für Wismar International Graduation Services. Ja, also dafür steht Wings ist eigentlich eine interessante Wortkombination, wenn man sich es mal so ein bisschen anhört. Wismar klingt doch schon so sehr, sehr deutsch, aber gibt dem Ganzen noch so ein bisschen den internationalen Touch. Also, das hier ist die Wings GmbH oder die Wings Wismar International Graduation Services GmbH und über diese GmbH werden im Prinzip diese Studiengänge hier angeboten und organisiert. Aber ganz wichtig zu wissen, ja, dass wenn ihr euch hier einschreibt in einen dieser Studiengänge, welche das sind, gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Also ihr seid dann ganz normal an der Hochschule Wismar in einen Studiengang eingeschrieben und euren Abschluss werdet ihr auch von der staatlichen Hochschule Wismar erhalten. Ob es jetzt nun ein Bachelorabschluss ist, ein Master, das Diplom oder ja, ein Zertifikatsabschluss in einem der Zertifikatskurse. So, dann noch zur Größe von Wings. Ja, also hier sind aktuell um die 5.500 Studierende in einen der Fernstudiengänge eingeschrieben. Noch ein bisschen mehr mit der Weiterbildung müssten es über 6.000 sein. Und da seht ihr schon, ich hatte vorhin gesagt, insgesamt ungefähr 8.500 an der Hochschule Wismar. Der Großteil ist hier tatsächlich ins Fernstudium eingeschrieben. Ja, und das ist schon eine ganz ordentliche Zahl, ja, für so eine Firma. Also ihr seht, ja, ihr habt dann auch einen ganzen Haufen Kommilitonen. Das sind schon sehr viele Leute hier eingeschrieben mit euch, ja, ungefähr 5.500 Studierende. So, Freunde und Freundinnen, wollen wir uns auch mal das Studienangebot anschauen. Also ihr seht hier oben, ja, es gibt Bachelor-Studiengänge, es gibt Master-Studiengänge, es gibt einen Diplom-Studiengang, was ich besonders interessant finde. Den schauen wir uns deswegen auch nochmal gesondert an im Verlauf. Und es gibt Weiterbildungen. Ja, auf die will ich jetzt nicht genauer eingehen. Die sind aber auch sehr interessant. Beispielsweise hier dieser Kurs zum systemischen Business Coach. Also das sind so Fernweiterbildungen, die kombiniert werden mit Seminaren. Auch interessant, könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn euch das interessiert. Aber wir wollen uns jetzt erstmal angucken, was gibt es hier für normales Studienangebot. Ja, und hier im Bachelor-Bereich seht ihr, hier gibt es natürlich die Klassiker, die man so an Fachhochschulen hat. BWL könnt ihr hier studieren, ihr könnt hier auch Gesundheitsmanagement studieren, ihr könnt hier auch Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftspsychologie studieren. Also die großen Vorteile hier, werden wir gleich sehen, sind insbesondere auch die Kosten. Ja, das ist alles ein bisschen günstiger als an den privaten Hochschulen, aber wiederum teurer natürlich als an den staatlichen Hochschulen. Ihr habt hier aber auch so schon vertiefende Studiengänge, ja, beispielsweise hier Accounting and Controlling könnt ihr hier studieren, wenn euch BWL zu viel ist sozusagen und ihr euch gleich hier in dieses Thema vertiefen möchtet oder ins Thema Marketing, beispielsweise Projektmanagement und Prozessmanagement, auch sehr interessant. Dieser Studiengang, einer der wenigen Projektmanagement-Fernstudiengänge, die es mittlerweile gibt. Und dann gibt es hier noch so Spezialstudiengänge wie Rechtswissenschaft für Rechtsfachwirte oder für Notarfachwirte und auch Sportmanagement könnt ihr hier studieren. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal hier in den BWL-Studiengang rein. Ja, wie sieht es aus mit den Voraussetzungen und was kostet der ganze Spaß? Also, ihr habt hier eine Übersicht über den Studiengang. Natürlich auf der Seite hier oben seht ihr schon, ihr bekommt einen ganz normalen Bachelor of Arts, ja, der dann, wie gesagt, von der Hochschule Wismar verliehen wird. Ja, ganz wichtig zu wissen. Ihr könnt Vollzeit studieren, ja, dann dauert das ganze Studium 6 Semester oder ihr studiert Teilzeit, dann dauert das ganze Studium 8 Semester. Und wenn man sich hier mal die Zulassungsvoraussetzungen anschaut, ja, das können wir überfliegen. Das sind ganz normale, die üblichen Voraussetzungen, wie man sie auch von anderen Hochschulen kennt. Ja, Abitur, Fachabitur oder fachgebundene Hochschulreife oder auch die Möglichkeit mit Ausbildung oder mit einer abgeschlossenen Aufstiegsfortbildung und pipapo kann man sich hier in das Studium
einschreiben. So, besonders wichtig und interessant ist natürlich auch mal zu gucken, wie ist das Ganze organisiert. Also gibt es beispielsweise Präsenzen, ja, und die gibt es hier in diesem Studiengang nicht, aber, also in diesem BWL-Studiengang, ja, der wird hier nicht ohne Absicht als Online-Studiengang bezeichnet, nicht direkt als Fernstudiengang, und ihr habt hier nicht direkt Präsenzen, aber die Klausuren, die müsst ihr alle vor Ort schreiben. Ja, da gibt es zwar hier jede Menge Prüfungszentren und Studienzentren in ganz Deutschland verteilt. Das seht ihr hier. Ja, für mich wäre das nächste jetzt hier beispielsweise Kassel oder vielleicht auch Leipzig. Also ich bin hier sozusagen genau dazwischen, 1,5 Stunden Autofahrt von Kassel weg. Also könnte ich dort dann meine Klausuren schreiben. Ja, und ihr seht, dass man hier mehrere Prüfungstermine im Semester zur Auswahl hat. Und je nachdem, wie viele Module man absolviert und ja, natürlich auch, ob die jetzt mit einer Klausur abschließen, muss man dann hier mehrmals im Semester an einen dieser Standorte fahren. Ja, in anderen Studiengängen ist vielleicht auch so, insbesondere auch im Masterbereich, schauen wir uns gleich genauer an, dass man auch Präsenzseminare hat. Die hat man dann nicht mehr oder da hat man dann nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten hier über Deutschland verteilt, aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. So, ansonsten sieht man auch hier in den Lehrformen, ja, das ist so eine typische Fernhochschule. Hier gibt es natürlich Skripte, die man hier einfach auswendig oder durchzuarbeiten hat. Ja, dann schreibt man eben seine Klausuren, seine Hausarbeit oder was auch immer. Und dann gibt es hier auch Online-Tutorien, ja, wie man es mittlerweile eigentlich auch von fast allen privaten, zumindest Hochschulen, kennt. Ja, und man hat hier sicherlich auch Zugriff auf einen Online-Campus und all diese Sachen. Aber schauen wir uns doch vielleicht mal noch die Kosten der Bachelor-Studiengänge an. Also hier ist wichtig zu wissen, dass ihr normalerweise immer erstmal einen Semesterbeitrag zahlt, wie das in der Regel auch an den meisten staatlichen Hochschulen der Fall ist. Der liegt hier für das Vollzeitstudium bei 1.134 Euro beziehungsweise für das Teilzeitstudium bei 954 Euro für das Semester, ja, also für das Studienhalbjahr. Ihr könnt aber auch mit der Wings GmbH vereinbaren, dass ihr das Ganze in monatlichen Raten bezahlt. Und ihr seht, was die Hochschule hier als Normal Track bezeichnet, weil das wahrscheinlich die meisten der Studierenden hier machen, das Teilzeitstudium, dann zahlt ihr hier 159 Euro monatlich, beziehungsweise im Vollzeitstudium 189 Euro monatlich. Und hier sieht man schon, es ist super, super günstig, ja, für eine für einen privaten Anbieter. Also wirklich privat ist der in dem Sinne nicht, aber immer noch sehr viel günstiger als an einer privaten Hochschule, IU, Fresenius, Akkad, Wilhelm-Büchner-Hochschule, Euro-FH und wie sie nicht alle heißen. Also ein ziemlich günstiges Studium. Ja, hier bei 8 Semestern seid ihr hier bei ungefähr 8.000 Euro für das gesamte Studium und bei 6 Semestern seid ihr sogar noch ein bisschen günstiger als im Vollzeitstudium bei 6.000 bis 7.000 Euro für das gesamte Studium. Natürlich kann man das Ganze auch wie immer steuerlich anrechnen und hin und her. Was hier noch dazu kommt an Kosten, sind natürlich die Fahrtkosten und so zu den Klausuren. Ja, sollte man wirklich nicht vernachlässigen und hier schon von Anfang an konsequent mit einkalkulieren. Also da kommen ja gerade bei den Benzin- und Dieselpreisen dann schon noch so ein bisschen Kosten dazu. Aber man hat eben keine Übernachtungskosten jetzt dadurch, sondern fährt da einen Tag hin, schreibt seine Klausuren und kann gleich wieder abzischen. Wenn ihr jetzt einen Studiengang hier absolviert, wo ihr noch Präsenzen habt, 1-2 Mal im Semester, kommen da natürlich dann wahrscheinlich auch noch Übernachtungskosten dazu, wenn ihr jetzt nicht irgendeinen Standort wirklich krass in eurer Nähe habt. Also ihr seht, ein ziemlich günstiges Studium, ja, würde ich sagen. Also hier lohnt es sich auf jeden Fall für die meisten von euch mal, sich die Studiengänge hier genauer anzuschauen. So, und die Studiengänge genauer anschauen, das machen wir jetzt auch in diesem Video. Und zwar als nächstes die Masterstudiengänge. Also hier seht ihr das Studienangebot an Masterstudiengängen. Ja, also ihr habt hier mehrere MBA-Programme. Zum Beispiel hier dieses sehr interessante MBA-Programm Business Consulting. Dann könnt ihr hier ein Online-MBA studieren, Gesundheitsmanagement und ein Logistik-MBA. Ansonsten habt ihr hier noch Master in Sales and Marketing. Standard natürlich auch Wirtschaftsinformatik. Also wenn man hier einen Bachelor Wirtschaftsinformatik abgeschlossen hat, kann man gleich den Master anschließen. Wirtschaftsingenieurwesen gibt es hier noch und auch so ein paar interessante Studiengänge wie beispielsweise Lighting Design. Ja, also ist auch ziemlich interessant. Und Bautenschutz beispielsweise oder integrative Stadt-Land-Entwicklung. Also gibt auch eine ganze Reihe an Master. Schauen wir uns vielleicht mal einen der Master hier an. Wirtschaftsinformatik, ja, ist wahrscheinlich für viele von euch interessant.
Und auch hier, also hier beträgt die Regelstudienzeit, soweit ich weiß, 5 Semester. Also man sieht es jetzt nicht direkt auf der Webseite hier, wie lange das dauert, aber das müssten 5 Semester sein. Kann man hier vielleicht mal gucken bei den Inhalten. Da sieht man es vielleicht genauer, was man hier für Module absolviert. Also hier seht ihr erstmal, dass man hier die Möglichkeit hat, zwischen einer von 2 Vertiefungsrichtungen zu wählen, was ich schon mal ganz interessant finde. Also kann man hier das Ganze schon mal so ein bisschen besser anpassen an seinen eigenen Studiengang, aber ich kann jetzt nicht auf die Schnelle rausfinden, was hier die Regelstudienzeit ist. Es müssten 5 Semester sein. Organisatorisch sieht das Ganze so aus, ja, dass ihr hier Präsenzveranstaltungen habt, ja, nicht so wie bei dem Online-Bachelor im BWL, den ich euch gerade gezeigt hatte, sondern ihr habt hier Präsenzveranstaltungen und zwar an 2 Wochenenden im Semester. Also ist absolut okay, ja, es sind 2 Wochenenden pro Studienhalbjahr, also alle paar Monate hat man dann hier mal eine Präsenzveranstaltung und hier kann man sich zumindest in diesem Studiengang wirklich aus einer ziemlich großen Auswahl an Studienorten den raussuchen, der am besten zu einem passt. Ja, für mich wäre das dann hier wahrscheinlich Leipzig, da müsste ich dann jedes Mal zu dieser Präsenzveranstaltung fahren, vielleicht noch Übernachtung und so mit einrechnen. Ja, das schlägt dann alles so ein ganz kleines bisschen auf die Kosten mit drauf. Und die Kosten, die gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. Also hier haben wir eine Übersicht über die Kosten und auch hier bezahlt man im Masterstudium natürlich Semesterbeiträge und der liegt hier bei 2.350 Euro der Semesterbeitrag. Ja, das ist natürlich dann wieder alles inbegriffen, außer ja die Fahrtkosten, ja, die man unbedingt und auch die Übernachtungskosten immer mit einberechnen sollte. Ja, hier steht zwar, dass die 2 Präsenzwochenenden an ihrem Studienstandort mit inbegriffen sind in den Leistungen, aber da zahlt euch die Hochschule jetzt natürlich nicht die Fahrtkosten und die Übernachtungskosten, sondern hier nur das Catering, was eigentlich ganz eine ganz nette Sache ist. Ja, und dann kommen natürlich auch noch die Klausuren dazu. Wenn es hier Klausuren gibt, dann müsst ihr dann auch ab und zu mal noch hinfahren. Und jetzt kommen wir mal zum Diplomstudiengang, den es hier gibt. Also ich finde es ziemlich interessant und gut auch, dass es noch Diplomstudiengänge gibt. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich bin mit meinen ersten Studiensemestern eigentlich recht genau in diese Zeit reingefallen, wo dieses Bologna-System eingeführt wurde oder diese Reform umgesetzt wurde. Und das war super stressig für Studierende auf der einen Seite, weil die ganzen Studiengänge irgendwie so umgestellt worden sind. Ich meine, ich habe damals einen Magister angefangen, ich hätte den auch weiter studieren können. Man hat uns dann die Wahl gegeben, zu wechseln in das neue System. Haben auch sehr, sehr viele von uns gemacht. Ich habe das auch gemacht, aber war da nicht wirklich damit zufrieden. Und ich weiß auch, dass die Lehrkräfte nicht alle wirklich zufrieden sind und waren mit diesem Bachelor-Master-System. Und man sieht heute, ja, nach all den Jahren, dass das jetzt hier eingeführt wurde, was das bewirkt. Ja, man hat eigentlich ziemlich einfach gehaltene Bachelor-Studiengänge. Viele Leute machen ihren Master nicht, ja, und haben dann schon ein gewisses Grundwissen auch in dem Fachbereich, aber sind nicht wirklich vertieft. Ja, und wer sich wirklich vertiefen will, der sollte einen Master studieren. Also gibt natürlich Vor- und Nachteile von diesem Bologna-System. Interessanterweise, ja, wer ein bisschen Politik verfolgt, der wird mitbekommen haben, dass Russland gerade dabei ist, aus diesem Bologna-System auszusteigen, ja, und wieder umzusteigen auf ein eigenes Studiensystem, wahrscheinlich wieder auf so ein ähnliches Studiensystem, wie es das eben vorher gab, ja, wo man eben in einem Studiengang ausbildet und nicht in so einem zweigeteilten System ausbildet. Und ich halte sehr viel, ja, von diesem eingeteilten System, das es eben früher gab, Diplom, Magister. Und so einen Studiengang kann man hier eben noch im Fernstudium studieren. Das ist noch einer der wenigen Diplomstudiengänge, insbesondere im Fernstudium, die es in Deutschland gibt, der Diplomstudiengang BWL. Also ihr seht hier, der dauert insgesamt 9 Semester. Ja, ihr habt mit diesem Studiengang quasi gleich Bachelor und Master in einem Studiengang. Ihr spart euch die Zeit, wo ihr noch so ein bisschen Berufserfahrung sammeln müsstet. Eventuell absolviert das Ganze dann hier alles gleich innerhalb von 9 Semestern. Könnt ihr, ja, wenn ihr Lust habt, dann auch noch eine Promotion oder sowas mit anschließen oder vielleicht so einen verkürzten MBA-Studiengang, wie man ihn an der IU Internationalen Hochschule studieren kann, ja, in 2 Semestern. Also mit diesem Diplom könnt ihr dann definitiv auch so einen 2-semestrigen MBA-Studiengang an der IU Internationalen Hochschule absolvieren. So, und organisatorisch sieht das Ganze so aus, ja, schauen wir vielleicht hier nochmal ganz kurz rein. Also ihr habt hier natürlich auch eure Selbstlernphasen mit Studienskripten und so weiter und so fort. Und hier habt ihr auch Präsenzveranstaltungen, die in diesem Studiengang stattfinden. Natürlich auch überwiegend am oder ausschließlich sogar
am Wochenende. Also sehr, sehr interessant. Ja, hier sieht man, dass es hier tatsächlich leider nur zwei Standorte gibt, nämlich Wismar und Leipzig, wo ihr dann diese Präsenzen offensichtlich absolvieren könnt. Ja, also müsst ihr gucken, wenn ihr jetzt hier irgendwo am anderen Ende von Deutschland lebt, habt ihr da schon immer ein ganzes Stückchen Strecke zurückzulegen. Das solltet ihr mit einberechnen in die Kosten. Ja, aber gucken wir uns vielleicht das nochmal die Zulassung an oder die Voraussetzungen. Also im Prinzip sind das dieselben wie auch für Bachelor-Studiengänge. Ja, also ihr braucht ein Abitur, Fachabitur, fachgebundene Hochschulreife. Dann könnt ihr euch hier einschreiben oder eben auch mit einer beruflichen Qualifizierung. So, und was kostet das Ganze, der ganze Diplom-Spaß? Schauen wir hier vielleicht nochmal kurz rein. Also hier liegt der Semesterbeitrag bei 1000 Euro, ja, und dann seid ihr bei 9 Semestern bei 9000 Euro, was auch super, super günstig ist. Also wenn ihr jetzt mal rechnet, ihr macht beispielsweise an der IU oder an der Hochschule Fresenus Bachelor und Master, also Bachelor in BWL, Master in BWL, dann seid ihr hier bei an der IU bei insgesamt, müssten so um die 25.000 Euro für das gesamte Studium, also Bachelor und Master für zwei Studiengänge im Prinzip sein, und auf einem ähnlichen Preisniveau bewegt ihr euch auch an den anderen Privathochschulen. Natürlich an staatlichen Hochschulen ist es nicht so teuer. Also wenn ihr jetzt beispielsweise Wirtschaftswissenschaft an der Fernuni Hagen studiert und den Master da noch anschließt, dann ist es natürlich sehr, sehr viel günstiger. Ja, aber hier, wenn ihr jetzt eher bei einem privaten Anbieter studieren wollt, ja, dann seid ihr hier bei insgesamt 9.000 Euro für das gesamte Diplom-Studiengang, ja, was ich super günstig halte. Natürlich immer noch mit dazu rechnen die ganzen Kosten, die hier dann eben noch durch die Präsenzen und die Klausuren und so weiter verursacht werden. Also sehr, sehr interessantes Angebot an BWL, beziehungsweise mit diesem Diplomstudiengang, den man hier im Fernstudium absolvieren kann. Ich hoffe, der bleibt noch lange so erhalten. Ich hoffe auch so ein ganz kleines bisschen für mich, dass da irgendwann weitere Angebote geben wird. Ja, die Tendenz war ja eher, dass die ganzen alten Diplomstudiengänge, die es auch im Fernstudium teilweise noch gab, Maschinenbau beispielsweise gibt es mit eigentlich immer noch, kann man glaube ich an der TU Dresden mit Diplomabschluss studieren. Ich hoffe, das bleibt uns erhalten. Ja, und ich hoffe auch so noch so ein kleines bisschen für mich, dass diese Bologna-Reform irgendwann in den nächsten Jahren eine weitere Reform erhalten wird. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. So, also so viel hier zu WINGS, ja, der Wismar International Graduation Services GmbH. Ja, also eine Tochtergesellschaft, eine GmbH der Hochschule Wismar mit um die 6.000 Studierenden, hatte ich euch, glaube ich, gezeigt, oder 5.500, 6.000 müssten so mit den Weiterbildungsangeboten sein. Großer Vorteil sind hier, zumindest gegenüber den anderen privaten Hochschulen, sind die sehr günstigen Studiengebühren und alles, was man dann eben so kriegt, ja, auch wenn man an einer privaten Hochschule studiert, eine etwas intensivere Betreuung, bessere Lernplattform und so weiter, dann hat man hier auch noch die Präsenzen, die ja auch noch mit inbegriffen sind, und all diese Sachen, die man eben ja als Vorteile hat, wenn man für sein Studium bezahlt. Und das ist hier, wie gesagt, ein ganzes Stückchen günstiger. Das sehe ich hier als sehr, sehr großen Vorteil an dieser Hochschule beziehungsweise bei diesem Anbieter. So, der andere Vorteil oder das andere, ja, was ich hier nochmal hervorheben möchte, ist das sehr, sehr interessante Studienangebot. Man hat hier natürlich die Standardstudiengänge Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Betriebswirtschaftslehre und sowas. Aber man hat hier auch noch recht, auch im Bachelor, aber auch im Masterbereich recht interessante, schon vertiefende Studiengänge. Ja, das hat man eigentlich nicht ganz so häufig an staatlichen Hochschulen. Also man hat hier recht interessante Studiengänge entwickelt. Also auch für diejenigen von euch interessant, die beispielsweise in Richtung Wirtschaftsrecht gehen möchten und da schon eine entsprechende Ausbildung haben. Also gibt es hier eine ganze Menge interessante Studiengänge, die man so jetzt nicht findet, auch nicht an privaten Hochschulen. Also ein sehr, sehr interessantes Studienangebot, was man hier bei WINGS hat. So, ich hoffe mal, das war oder ist interessant für euch. Schreibt mir all eure Fragen zu WINGS in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne die Studienberatung auf fernstudie.net nutzen. Ich würde mal sagen, mein Stift ist jetzt übrigens kaputt, ja, im Laufe des Videos gegangen, in zwei Einzelteile. Aber das nur am Rande. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos auf diesem Channel. Euer Wolf.